So, da sind wir auch wieder online, live, on air, wie auch immer ihr es nennen wollt. Hallo. Grüß Gott zusammen, da sind wir also wieder. Wir programmieren heute mal am Nachmittag. Ja, ich habe mir gedacht, da ich heute Abend ziemlich viel um die Ohren habe, werde ich heute einfach mal ein bisschen früher anfangen. Und wir wollen ja sowieso jetzt krank Progress machen mit unserem Spiel Geliebt Gloop. Soll jetzt schnell mal fertig werden. Deswegen, ja, heute einfach mal ein bisschen früher. Der Kaffee ist natürlich serviert. In der exzellenten Yoshi-Tasse natürlich. Ganz wichtig. Und ja. Nimm ich doch erstmal einen Schluck, oder? Wir gehen es entspannt an. Für den Backup habe ich natürlich auch ein Active O2. Damit ich das O2 in meine Gehirnzellen reinschießen kann oder so ähnlich. Genau. Hallo Donkey XD. Let's go. Ich würde aber auch sagen, hallo Blackout. Moinsen. Wie geht's euch allen? Ich hoffe doch gut. Mir geht's nämlich wunderbar und deswegen gehen wir auch rein. So. Rapid Raid, moin. Geht so, bin in der politischen Diskussion mit einem Idioten. Seiner Meinung nach bist du der Idiot. Politische Diskussion, immer ganz gefährliche Nummer. Einfach lassen, einfach entspannt bleiben. Wir versuchen uns hier nicht zu politisieren. Hallo Rapid Raid, auch du willkommen. Willkommen zurück. Wenn es so weitergeht, streamst du bald um 6 Uhr morgens. Ja, kann passieren. Ist durchaus möglich. Ja. Dann mache ich mal hier den Desktop ready. Habe ich hier noch irgendwelche illegalen Bornos offen? Nee, habe ich nicht. So, das heißt, wir sind hier wieder live mit unserem schön aufgeräumten Desktop, auf dem sich Killing Floor befindet. Einfach mal in die Runde gefragt, ob hier auch irgendeiner Killing Floor spielt. Ich muss sagen, Killing Floor 1 ist immer noch 100 Mal besser als Killing Floor 2. Killing Floor 2, es ist schon ganz gut, aber der erste Teil, das ist einfach chilliges Gaming mit Serverliste. Ja. Ist einfach viel besser als dieser Matchmaking-Schmarrn, wo man dann. Du levelst den Killing Floor 2 auch viel zu schnell auf. Ich weiß noch, meinen Kommando-Perk auf Level 6 zu bringen, das ist das höchste in Killing Floor 1, und meinen Sniper auf Level 6 zu bringen, hat jeweils 40, 50 Stunden gedauert. Also viel schwerer, aber macht dann auch entsprechend mehr Spaß, ne? So, wir öffnen Pico 8. Wir wollen ja jetzt nicht hier den ganzen Tag nur rumlabern. Ja, da haben wir es auch schon. Game Loot, a Game, a Doodling. Und genau, das war gestern das Ding. Wir haben ja diese Dinger hier programmiert, die mit der Zeit dann auch ihren State ändern. Und was mir da aufgefallen ist, Entschuldigung. Wir brauchen unbedingt eine Möglichkeit, den Spieler auch ein bisschen vorzuwarnen, wann die rot werden. Die sollen nicht einfach rot werden, sondern es soll dann irgendwie so bip, 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 und dann sind sie rot oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder vielleicht einfach eine Zahl. Naja, eine Zahl wäre auch blöd. Aber man soll es auf jeden Fall merken. Vielleicht pulsieren die dann irgendwie kurz so irgendwas in die Richtung. Aber das können wir ja jetzt alles noch schön bauen. So. Ja, Blackout, politische Diskussionen online mit Leuten zu führen, die genau auf der anderen Seite des Spektrums als man selbst es sind. So, Deutsch, schwierige Sprache. Das führt generell nie zu irgendwas. Es sorgt nur für Streit und ja, online sind auch sehr viele Leute, die ganz, ganz wilde Opinions haben und ja, mit denen dann zu diskutieren, weiß auch nicht, macht keinen Sinn, ne?
So, die Switch-Blöcke sind das. Wir haben diese Make-Switch-Block-Funktion. Die hatte ihren Switch-Timer. Das funktioniert auch schon und der wechselt dann einfach in den Active State. Das Ding braucht ein Rectangle. Das hat ein Rectangle mit dem Flag Switch-Block. Das funktioniert also schon. Wir können also tatsächlich schon Kollisionsabfragen hier machen. Ich würde sagen, der Spieler macht einmal die Kollisionsabfrage und nicht jeder einzelne Switch-Block, sonst machen die alle einen Collision-Check gegen alles in der Welt. Lieber lassen wir einfach mal nur den Spieler das checken. Das wäre sinnvoller. Davon gibt es nämlich nur zwei Stück, also maximal zwei Spieler. Genau, deswegen gehen wir jetzt mal in den Spieler rein und gucken hier, ob wir in der Player Update hier, das ist doch die Player Update, ja, ob wir hier noch Platz finden, um das irgendwie einzubauen. Ich würde sagen, das hier sieht ja eigentlich ganz gut aus. Das heißt, wir sagen hier drin Collision with Switch Blocks. Und hier sagen wir einfach if place meeting 00 self.rectangle und dann das Flag Switch Block. Haben wir es Switch-Block genannt? Ich glaube ja. Lass mal gucken. Switch-Block als String. Ja, passt. Hier, Collision with Switch Blocks. Das heißt, wenn wir jetzt kollidieren, dann wollen wir den Spieler ein Leben verlieren lassen. Und wir haben hier irgendwo dieses Take Damage hier aufgerufen. Lass mal sehen, Take Damage. Irgendwo callen wir das. Hier definieren wir es. Take Damage nochmal. Genau, das müssen wir also im Grunde einfach nur so das hier kopieren. Die Logik ballern wir dann einfach hier rein. Und hier sagen wir nicht Player in VFrames, sondern Self und Self. Wobei beides eigentlich funktionieren würde. Weil Player ist ja eine globale Variable. Ich gehe nicht auf Details ein, keine Politik hier. Ja, du, besser ist es. Ja, ich habe auch selber festgestellt, immer wenn ich mit Leuten über Politik diskutiere, dann bin ich danach schlecht gelaunt. Also lassen wir es lieber. Die Laune muss ja oben bleiben. So. Aber das ist ja das Lustige, ne? Die andere Person hat dann auch immer schlechte Laune. Also eigentlich hat ja niemand was davon. Und die Entscheidungsträger, die sitzen eh irgendwo ganz oben. Von dem her, ja. Ich muss später noch mein Luftschiff in Minecraft befreien. Ja, dann wünsche ich da viel Erfolg bei. Man soll jetzt nur Damage taken. Wisst ihr was? Wir machen hier kein Place Meeting, sondern ein Instance Meeting, weil wir müssen ja prüfen, ob dieser Switch-Block aktiv ist oder nicht. Das heißt, if Instance Meeting. Ungleich nil, wenn da also eine Kollision stattfindet. Wir müssen uns das hier, das was hier rauskommt, müssen wir in eine Variable schreiben. Und diese Variable, die nennen wir einfach Switch Block. So. Local Switch Block ist dann einfach dieses Instance Meeting.
Und genau, wenn das ungleich null ist, dann haben wir eine Kollision. Und dann müssen wir natürlich gucken, nicht nur ob unsere Envy-Frames gleich null sind, sondern auch ob diese Instanz and switch block.active, ob das true ist. So, jetzt haben wir was verloren, ein Leben. Wenn wir jetzt aber hier so drauf liegen. Okay, nochmal. Jawohl, das funktioniert. Wunderbar. Also ist das theoretisch schon implementiert. Ich habe mir gedacht, dass wir aber mehrere verschiedene Switch-Blocks auch so in den Dings hier reinpacken können. Also je nachdem, ob man im Level dieses Ding platziert oder dieses Ding platziert, ist es entweder schon von Anfang an active oder es startet inactive. Weil so können wir dann in einem Level verschiedene Dinge einbauen, die sich abwechseln mit diesem Status. Und das fände ich ganz cool eigentlich. Genau, deswegen. Wir prüfen ja hier gerade, 144 ist das, 128 ist das. Gehen wir mal in die init-level-Funktion. Init-level. Function init-level. Hier drin sagen wir ja, wenn es 128 ist, das ist im aktivierten Zustand, dann wollen wir diesen Switch-Block active starten lassen. Ich finde, diese Make-Dinger, die sollten wir auch in Zukunft die Referenzen zu den einzelnen, also zu diesen Instanzen, die wir erstellen, sollten wir returnen lassen. Weil dann könnten wir jetzt einfach hier sagen, local Switch-Block startet als nil. Und dann können wir, ach, das könnten wir auch eigentlich alles in einer Zeile machen. Ist gleich dann dieses MakeSwitchBlock und das MakeSwitchBlock Function MakeSwitch, das returnt dann dieses SwitchBlock, diese Table, damit wir damit dann auch irgendwas machen können mit der Referenz. Das heißt, wir gehen hier überall durch, geben den seine Funktion und danach return SwitchBlock. Genau. Dann haben wir das. Und jetzt, je nachdem, ob wir hier das Teil 128 haben oder eben das andere, können wir dann sagen switchBlock.active. ...128 war true, da war er active und bei dem anderen Teil dann, wobei wir das hier auch deutlich platzsparender machen könnten, und zwar sagen wir hier einfach or Teil gleich 100, wo haben wir es, 44, dann machen einen Switch-Block. Und hier sagst du dann eben, if Teil gleich 128, then bla end. Und andernfalls if Teil gleich 100, was war es jetzt, 44, then switch block.active gleich false. Flase. Genau, und dann End. Und dann sollten die jetzt active starten, genau. Lass mal sehen, funktioniert das denn auch? Also wir haben die ja active platziert, hier. Lasst uns hier mal die auf der anderen Seite in inactive platzieren. So.
Hoppla. Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Ja, wunderbar. Und die wechseln sich dann ab. Das ist doch cool. Das ist doch nice. Was hältst du von der heiligen Lederhose? Die heilige Lederhose ist wichtig und richtig. Ah. Okay. Schwierige Sache. So. Können wir hier drin eigentlich auch die Teils bewegen? Muss doch gehen. Leute, generell ist Bayern wichtig und richtig. Denn in Bayern sind wir Bayern. Ich brauche mal eine bayerische Tasse. Ich habe hier eine Yoshi-Tasse. Aber wir brauchen hier mal so Flaggen drauf. Bayerische Flaggen und ein Gesicht von Markus Söder. Das wär's. Okay. So. Dann schieben wir die hier mal an den Rand. Serp, der. So schaut's aus. Die Söder-Tasse kriegst du noch. Alter, ich verlasse mich drauf, ne? Spiele Markus Serp, der. So schaut's aus. Oh! Ich muss ja sagen, Marvin, diese Spielidee, dieses Spielelement, das du gestern vorgeschlagen hast mit diesen wechselnden Feldern, richtig geil. Richtig gute Idee. Okay, passt. Also, das funktioniert auch. Lasst uns die ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen hier eindödeln. Ups. Überall müssen die Blocks hin. Weil mit den Blocks ist es sogar noch gefährlicher, weil dann kannst du dich einsperren und dann wirst du da drin richtig zerbumst. Ich glaube sogar, es wäre fairer, wenn wir da ein paar Lücken reinmachen. Probieren wir es mal aus. Ey, das ist richtig geil. Das finde ich gut. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ey, ich habe gestern Nacht auch noch so viel über dieses Spiel nachgedacht, ne? Mir kamen so viele neue Einfälle und Sachen, die ich jetzt in diesem Stream auch ausprobieren will. Beispielsweise. Okay, das Lied finde ich ein bisschen gruselig, es tut mir leid. Beispielsweise, wie wäre es denn, wenn wir diese Schleimbälle, die wir schießen, so ein bisschen mit einer Physik ausstatten? Mathematik, Physik. Ganz wichtig. Das wäre nämlich ganz cool eigentlich, weil dann müsste man auch ein bisschen kontrollierter schießen. Wenn die vielleicht so ein bisschen nach oben starten und dann so leicht nach unten fliegen, dann ist es nicht ganz so einfach zu schießen. Wobei ich nicht weiß, ob das die optimalste Idee ist, aber hey, wir können es probieren. Oh Gott. Probieren wir es einfach mal. Vielleicht so Power-Ups, die den Schuss verändern. Ja, theoretisch könnte man sowas auch machen. Die müsste man dann halt in den Levels fix platzieren, weil ich will schon, dass man die Levels auswendig lernen kann. Und man dann entsprechend, ja, ein Feeling für die Levels allgemein bekommen kann. Denn das ist ja auch das, was so alte Arcade-Games ausgemacht hat. Du wurdest immer besser, weil du tausendmal gestorben bist und du kommst mit jedem Run so ein bisschen weiter. Und deswegen will ich möglichst viel Randomness draußen lassen. Also, oder anders formuliert, ich will fast keine Randomness mit reinbauen. Es soll alles vorhersehbar sein. Die Levels sind ja auch nicht zufällig generiert oder so ein Blödsinn.
Das brauchen wir hier nicht. Zufällig generiert? Nein, das brauchen wir nicht. Lasst uns aber auch die Dinger noch so ein kleines Warnding machen, wenn sie kurz davor sind, wieder aktiv zu werden. So, die sollen dann irgendwie so ein bisschen piep, 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 piep. Und dann, ja. Oder wäre das ablenkend? Ich weiß nicht. Nee, das muss schon sein irgendwie. Also irgendwie müssen wir das schon machen. Das heißt, wir gehen mal zu denen wieder rein. Und jetzt ist die Frage, wie realisieren wir das? Eigentlich könnte man es einfach machen. Wir könnten sagen, dass wenn nur noch so 30 Frames vom Switch-Timer übrig bleiben oder nur so ein paar bestimmte Frames, dann können wir in Intervallen eine Funktion aufrufen, die wir einfach Beep nennen oder sowas. Wenn wir jetzt nur einen einzigen Frame das mal beepen lassen, machen wir mal eine Beep-Funktion. Function switch block beep. Perfekter Name. Dann sagen wir einfach, beepen lassen wir es sowieso nur, wenn es kurz davor ist, rot zu werden. Das heißt, wir setzen dann das Sprite auf das Sprite rot. Genau, also auf Sprite inactive und dann einfach 1. Das Beep Sprite. Ich habe hier auch noch immer einen sehr inkonsistenten Code-Stil übrigens. Manchmal mache ich hier so einen Unterstrich hin. Manchmal lasse ich es einfach. Ich würde sagen, wir machen das jetzt nur noch bei... Ja, nee, das... Ja, lass uns das ab jetzt immer bei lokalen Variablen machen. Dann shadowen wir nicht irgendwelche globalen Variablen aus Versehen. Und wir machen es auch bei Parametern, die ja auch eigentlich nur lokale Variablen sind. Also beepSprite ist sprites, also self.sprites active und da einfach der erste von. Ja, aber das wäre dann hier... Lass uns so ein Beepen für 2 Frames machen. Wir haben eine neue Variable, die nennt sich isBeeping. Die isBeeping. Und diese Variable, die bekommt jetzt hier einfach ein False, ein Flase. Und beim Drawn sagen wir jetzt einfach, wir geben denen auch ein Beeping Sprite, also Sprite Beeping, ist einfach die 144 und Flasche. Auf Flaschen. Und der Beeping Frame ist auf 0. So, wenn wir jetzt in die Draw-Funktion gehen, dann müssen wir hier drin sagen, das Local Sprite, das wird anfangs auf 0 gesetzt und hier setzen wir jetzt das Sprite drinnen. Das machen wir jetzt nur noch, wenn wir brauchen gar kein Beeping. Ist Beeping brauchen wir gar nicht. Da reicht der Beeping Frame schon. Hier drin sagen wir jetzt einfach if self.beepingFrame
wenn das gleich 0 ist, oder kleiner gleich 0, dann soll er ganz normal sein Sprite drawn. Aber andernfalls, else is beeping. Andernfalls sagen wir hier ganz einfach, dass wir Sprite auf self.beeping Sprite setzen. Flasche ist gleich false. Global definieren bitte. Das machen wir dann im nächsten Projekt. Das ist dann nutzen wir das dann nur noch. Eigentlich geil. Total unnötig, aber eigentlich geil. Wenn ein Wert Flasche ist, dann... Damit die Leute wissen, worum es geht. Ich habe es irgendwo reingepostet. Lass mal einfach hier das schnell öffnen. So. Ich habe ein neues Lieblingsvideo. Wobei, nee, das war es nicht. Das ist es. Das ist grandios, passt auf. Wie viel Bier trinken Sie denn am Tag? Naja, ich... Flaschel, ne? Ja, aber mehr nicht, glaube ich. Und meistens wann? Wann? Unter der Arbeitszeit. Unter der Arbeitszeit. Heute nicht, bitte. Ich bin in Urlaub, ja. Nicht, aber sonst trinke ich schon in der Arbeit. Ja, 8 Flaschel, 9 Flaschel, aber mehr nicht. Nur 8 oder 9 Flaschel trinke ich. Aber auch nur während der Arbeitszeit, also keine Sorge, nur während der Arbeitszeit. Geil. So. Wisst ihr, dieser Mann ist einer von denen, die... das Land aufgebaut haben. Die haben quasi mit dem Bier, wie bei Dwarf Fortress, die haben so richtig ihre Energie aus diesem Gerstensaft gezogen. Und das ist deswegen, oder wie Gerhard Schröder mal sagte, die Currywurst ist der Powerriegel der Arbeiter. Und das stimmt, die Currywurst ist ein Powerriegel. So, self-beeping Sprite sagen wir dann einfach, ist das Sprite, das gezeichnet werden soll. Und genau, dann müssen wir aber auch jeden Update-Call den Beeping-Frame um 1 verringern. Hier in der Update self.beeping frame minus gleich 1. Und das, ich weiß, das geht dann ins Negative und so, aber das ist eigentlich völlig egal. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. Genau. So. Recht hat er. Die Currywurst gehört zur Produktion dazu. Oh, jetzt habe ich Hunger auf eine Currywurst. So, genau, wir haben die Beep-Funktion geschrieben. Und die ist ja jetzt hier eigentlich nur noch dazu da, um self.beepframe auf 2 zu setzen. Und einen Sound abzuspielen, den Beep-Sound. Machen wir mal einen. Das ist zu hoch. Alter. Som is gone.
Machen wir einfach mal das. Wir können den Sound noch anpassen. Das war Sound Numero 9. So, dann haben wir den hier. Und ja, dann haben wir jetzt den Beep. Lasst uns doch das einfach mal testen. Wenn wir einen Button drücken, und zwar machen wir das hier in der Update, da sagen wir einfach if btnp there, then einfach self.beep aufrufen. Funktioniert noch nicht ganz. Funktioniert leider noch nicht ganz. Wir müssen irgendwas hier noch anders machen. Der drawt noch nicht mit dem Beeping Sprite. So, wenn Beeping Frame. Es ist irgendwas falsch in der Draw. Hier sagen wir ja, dass das Sprite self.beeping Sprite ist. Solange das nicht der Fall ist. Also solange quasi self.beeping Frame größer ist als 0. Der Aufruf von Beep funktioniert, weil der spielt ja den Sound ab. Ach so, Beeping Frame. Okay, irgendwas ist falsch. Der setzt es nämlich nicht auf das richtige Sprite. Sagen wir mal, dass wir es einfach mal kurz hier hardcoden. 144 war, glaube ich, das Beeping. Ne, 144 war das andere. 128 ist das Richtige. Jawohl, okay. Das funktioniert also. Ich werde mal ganz kurz auf Toilette gehen, Leute. Ich bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Ihr denkt ja, dass ich gerade eben auf der Toilette war. Die Wahrheit ist aber, dass ich 8 Flaschen getrunken habe. Könnten noch 9 Flaschen gewesen sein, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss mal ganz kurz einen Powerriegel, ich muss mal kurz eine Currywurst zu mir nehmen. So, wahre Currywurst-Momente. Alter. Ja, aber Wurst im Hals. Ja, ja, scheiße. Alter, mir steckt gerade so eine Wurst im Hals. Okay, das klingt übelst falsch. Das wollen wir mal nicht hier so weiter bereden, was hier gerade gesagt wurde. Wir sagen jetzt einfach, wenn wir gerade nicht active sind, dann hat der ja den Switch-Timer, der runterzählt. Wenn wir also nicht active sind, and Switch-Timer, nee, das machen wir anders. Wir sagen hier then end und dann haben wir jetzt hier die Bedingungen. If Switch Timer, wenn der kleiner ist als, sagen wir, wenn der Switch-Timer kleiner ist als 10 oder wenn der Switch-Timer kleiner ist als 20, else if natürlich, oder wenn der Switch-Timer kleiner ist als 30, dann sagen wir, wir haben hier eine Local Beep Intervall. Das ist jetzt nicht wirklich ein Intervall, sondern ich zeige es euch gleich. Das setzen wir auf. Do Beep ist Flasche und der Beep-Intervall ist standardmäßig einfach mal 0. Und jetzt sagen wir hier drin, okay, wenn es so ist, dann ist der Beep-Intervall jeden zweiten Frame. Hier ist der Beep-Intervall jeden fünften Frame. Und hier ist der Beep-Intervall jeden zehnten Frame. Frequenz, ja, okay. Ja, okay, Frequency macht mehr Sinn. Stimmt, Marvin, vielen Dank. Beep, Frack.
Das ist ja generell so ein Ding, ne? In der Programmierung die richtigen Worte zu finden. Das ist die halbe Kunst. So. Ja, ich lasse jetzt einfach auf Frequency, würde ich sagen. Aber hast schon recht. Ja, okay, sagen wir Period. Machen wir es so. Und dann sagen wir hier drin, dass wir auch DoBeep immer auf True setzen. Nee, wir machen es anders. Da können wir uns Token sparen. If Beep, Beep Period ungleich 0, then nee, können wir Token sparen. Do Beep ist Beep Period ungleich 0. Und das Do Beep können wir uns auch sparen. Wir können nämlich einfach sagen Do Beep können wir uns komplett sparen. Und hier sagen wir jetzt ganz einfach if Beep Period ungleich 0, then und da machen wir auch einfach hier ein and der aktuelle Frame, nee, der Beep Frame self. Nee, nicht Beep Frame. Moment, kurz überlegen. And Frame Modulo Beep Period gleich 0, dann ruf self.beep auf. Okay, was ist hier falsch? Switch Timer. Self, ich habe überall wieder das Self vergessen. Geht schon mal in die richtige Richtung. Die Intervalle sind nur noch nicht so richtig geil. Sagen wir mal 5, 10, 15. Som spart so viel, der hat ein Sparbuch. Der Sound gefällt mir nicht. Der Sound ist unpassend. Der klingt eigentlich nicht schlecht. Ohoho. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das gefällt mir. Okay, gefällt mir. Kann man vielleicht unter Umständen irgendwann noch schöner machen, aber die sind ja jetzt nicht hier zum Polischen. Also, das funktioniert jetzt einwandfrei, dieses Feature. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen es eh nicht animieren. Also löschen wir den und löschen auch den. Autsch.
Ah! Okay, das ist cool, das gefällt mir. Das ganze Feature ist einfach nur geil. Feature, also dieses ganze Spielelement. Das gefällt mir sehr gut. Genau, dann wird das in diesem Level introduced und dann haben wir Gleepgloop hier in der Mitte am Spawnen. Und ja, was könnten wir noch bauen? Wir haben jetzt diese Spielelemente. Wir haben Spikes, wir haben diese Augen. Ah, genau, ich hatte heute Nacht noch eine Idee, eine weitere Version von diesen Augen einfach zu erstellen, die blau sind oder irgendeine andere Farbe und einfach viel schneller sind als die normalen. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber sorgt auf jeden Fall für viel mehr Variation, als immer nur diese einfarbigen zu haben. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das auch. Wir könnten jetzt noch probieren, die Bullets auch nach unten fliegen zu lassen. Die Player Bullets, Make Player Bullet, die, okay, da hier rufen wir es auf. Dass die vielleicht auch noch so eine Gravitation haben. Graph ist einfach mal 0,25 oder sowas. Und dann wollen wir einfach jeden Frame sagen, self.y plus gleich graph. Ach, self.graph. Okay, das ist viel zu wenig. Natürlich. Wir müssen natürlich diese Graph auch erhöhen. Also sagen wir einfach hier, das fängt mit 0,1 an und addiert einfach immer auf self.graph, sagen wir mal 0,1 drauf. Ja. Und vielleicht könnten wir sogar sagen, dass self.graph negativ beginnt. Sagen wir einfach mal minus 1 oder so. Und dann fügen wir auch immer ein bisschen stärker die Force hinzu. Vielleicht 2,5 oder sowas. Ja, das ist doch eigentlich ganz cool, Leute. Das ist doch eigentlich ganz cool. Sagen wir mal minus 2. Okay, das ist ein bisschen zu strong. Also so kann man noch ein bisschen strategischer vorgehen und ja, strategisch ins Level reinballern, sag ich mal. So, ich mach mal wieder den Twitch-Chat hier ein bisschen besser auf, weil man sieht den fast gar nicht. Ja, okay. Ich würde sagen, das lassen wir einfach so, oder? Flasche. Die Flasche lassen wir einfach so. Habe ich noch Kaffee? Hm. Der eine letzte Schluck, der immer richtig ranzig ist, weswegen man ihn nicht trinken will. Seid ihr auch so Leute, die immer einen kleinen Schluck im Kaffee drinnen lassen? Das ist immer so der Klassiker. Meine Verlobte sagt immer, also beschwert sich nicht, sondern sagt halt immer so, ah ja, wieder mal den Kaffee einen Schluck drin gelassen, weil ich mache das immer. Außer ich sitze hier und kann jetzt nicht einfach aufstehen, dann muss ich natürlich den letzten Tropfen rausholen. Aber ja, ich lasse immer einen kleinen Schluck vom Kaffee drin. Das ist dann diese letzte kalte Pfütze, die immer übrig bleibt. Richtig abartig eigentlich. Leute, ich sag's open, ich sag's early und ich sag's open und early. Aua. Mir gefällt das mit den Bullets. Gut, dann haben wir jetzt diese Dinger gebaut, diese Felder, die gefährlich sind, dann können wir ja jetzt
die Weiterentwicklung von diesen Dödeln hier bauen. Und dann würde ich sagen, sollten wir auch noch eine Funktion bauen, die immer so eine Zahl einfach spawnt, so eine kleine Score-Zahl, die so nach oben fliegt, damit man auch so ein geiles Feedback bekommt, wenn man irgendwas zerstört oder aufsammelt, dass es dann polished ist und schön ist, dass man auch sieht, okay, ich mache hier Punkte. Dafür könnten wir uns sogar eine Score-Funktion schreiben. Add Score oder sowas. Und diese Add Score-Funktion, die bauen wir einfach mal irgendwo hier. Function. Ne, da machen wir ein Game Object draus. Das heißt, wir machen es hier. Wir haben also so ein Score-Dingsel hier drin dann. Make Score. Wie nennen wir es? Score-Text an X und Y. Und dann machen wir auch noch eine Function add score. Und die, die erhöht dann einfach den Score. Um einen Score, den wir übergeben. Das heißt, wir sagen Score plus ist gleich der Score, den wir hier übergeben. Und wir machen dann an der Stelle X und Y ein Score-Objekt. Und genau, und dieses Score-Objekt, das hat jetzt eine Table, und zwar Score-Text ist es dann einfach. Das ist eine sogenannte Table. Und diese sogenannte Table, die bekommt jetzt einfach hier eine X-Koordinate, eine Y-Koordinate. Die bekommt kein Rectangle, das brauchen wir nicht, aber einen String. Score-String. Und das ist einfach toString, der wir müssen hier auch einen Score übergeben. Und ja, dann können wir einfach für die ein Update machen. ScoreTextUpdate. Und die kriegt auch eine Function ScoreTextDraw. Dann haben wir natürlich auch eine Function UpdateScoreTexts, die einfach alle ScoreTexts-Objekte durchgeht, for ScoreText in all ScoreTexts list do and ScoreTextUpdate wird dann aufgerufen. Diese Liste müssen wir natürlich ganz oben erstellen. Das heißt, wir gehen mal an den Anfang dieses Dokuments, erstellen uns hier diese Liste. Die räumen wir dann wie immer auch wieder auf in der Function unload. PlayStation 1 OST Jungle ist das beste Musikgenre. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ich muss mal was trinken. Diese Flaschen hier übrigens, die sind sau gefährlich. Die sind lebensgefährlich. Weil die euch anpupsen, pass auf. Die brappen manchmal. Und manchmal brappen sie euch ins Gesicht, wenn ihr es öffnet.
Ja, was rede ich hier wieder? Nicht vergessen, sie wieder aufzupusten. Sonst macht sie komische Geräusche. Und in der Draw sagen wir auch hier vor Score Text in all Score Texts List do end Score Text Draw. Hier lasse ich den Unterstrich jetzt weg, weil ich es hier überall gemacht habe. Ich werde das irgendwann vielleicht, werde ich eh nicht, aber potenziell schöner machen. Sind wir ehrlich, ich werde es eh nicht tun. Wen juckt's? Das Schöne ist ja an Pico 8, wenn ihr auch einen Pico 8 habt, wenn ihr auch das Programm Pico 8 habt, dann könnt ihr, wenn ihr mein Spiel spielt, auch einfach den Source Code bearbeiten und Mods dafür machen. Ne? Ihr könnt dann tatsächlich Gleep-Gloop-Mods entwickeln. Und wenn das nicht geisteskrank ist, dann weiß ich auch nicht. Da müsst ihr euch zwar durch meinen Code schlagen, aber hey, das ist nicht mein Problem. Also. So ein Score-Text, der soll immer oben 0,5 Pixel nach oben fliegen. Und wenn wir den drawn, machen wir das folgendermaßen. Wir sagen einfach, nee, kein Sprite, sondern ein Print an einer Position. Und was wir printen, ist einfach der Score String. Und zwar an der Position self.x und self.y. Ich werde den auch noch zentrieren, keine Sorge. So ein Score-Text hat eine Lebenszeit. Moment mal, habe ich hier auch das Score übergeben? Ja, habe ich. Der hat auch eine Überlebenszeit, eine Lifetime. Die setzen wir einfach mal auf, sagen wir, eine Sekunde, also 60 Frames. Und in der Update müssen wir das auch jedes Mal verringern, also Lifetime minus gleich 1. Und wenn Lifetime auf 0 ist, if Lifetime kleiner gleich 0, dann wollen wir das Objekt zerstören, das heißt wir deleten es aus, wir müssen es auch noch hinzufügen, fast vergessen, also add Score Text List und zwar diesen Score Text. Auch wieder hier keinen Unterstrich gemacht, aber Leute, irgendwann werde ich es vielleicht durchziehen. Irgendwann werde ich es vielleicht richtig machen und schön programmieren. Genau, aber dann wollen wir das auch wieder löschen und zwar Score Text List. Was wir daraus löschen, ist einfach self. Genau. Wir drawn das Ding. Wir lassen es nach oben fliegen. Dann müssen wir jetzt nur bei jedem Mal scoren das auch aufrufen, dieses add score. Genau, das machen wir. Das heißt, ich erstelle jedes Mal, wenn wir sagen Score plus ist gleich. Okay, hier machen wir das, aber ich mache das doch bestimmt auch hier irgendwo. Score plus ist gleich. Wie hieß denn die Variable? Score. Wo erhöhe ich das denn? Score plus ist gleich. Ah ja, hier. Hier zum Beispiel sagen wir jetzt nicht Score plus ist gleich 10, sondern add score 10 an self.x und self.y. So,
So, und pass auf, da ist ein roter Pikmin hinter dir. Nee. Nicht dein Ernst. Wo kommt der denn her? Der Autism ist wieder groß. Ich habe coole Sachen, pass auf. Kleine Pause, ich zeige euch jetzt mal coolen Stuff hier in meinem Office. In meinem krassen Office. Wieso ist der Papagei nicht im Hintergrund? Der ist in meinem Schlafzimmer. Ich habe einen Papagei, wirklich. Aber hier habe ich einmal diesen Pikmin. Ich habe da oben Kirby sitzen. Den lasse ich aber sitzen. Und der wichtigste von allen. Damn, oder? Ein Kakodemon aus Doom. Das ist fortgeschrittener Autism, aber auch geiler Autism. OMG, die haben einen Plush aus deinem Twitch-Avatar gemacht. Ja, haben sie. Haben sie tatsächlich. Krank, oder? Pass auf, ich habe hier auch noch was Cooles. Das hat mir der gute Thai-Step geschenkt. Und zwar habe ich hier noch das hier. Ein Doom 2 Survival Guide mit einer Unterschrift von John Romero. Dem Allerechten. Und wenn ich es mal auspacke, also jetzt flex ich halt gerade anders, ich weiß. Jetzt wird krank geflext. Aber das muss auch mal sein. Also wie gesagt, ne, hier die Unterschrift von John Romero. Und hier drin, for Janek, best wishes John Romero. Das ist episch. Das ist heilig. Johnson Enrico, ja, ja. Also für diejenigen, die nicht wissen, wer John Romero ist, erstmal Schande über euer Haupt. Und das ist einer der zwei wichtigsten Entwickler von Doom. Einer der zwei Hauptdudes, die Doom damals gebaut haben. Jetzt muss ich es nur wieder in die Tüte reinkriegen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe es nämlich extra in dieser Tüte drin, damit es nicht kaputt geht. Damit die nicht verstaubt. Na, egal. Ich stelle es einfach wieder hin. Ah ja, doch, Dings, Alfa Romeo. Ja, genau der. Die Unterschrift ist von Alfa Romeo. Dem echten. So. Meine Lavalampe ist noch nicht am Blubbern. Die braucht immer so, ich glaube, 3-4 Stunden, bis die anfängt zu blubbern. Ah gut, back to coding, würde ich sagen. So, James Revolver ist mein Lieblings-Game-Dev. James Revolver? Habt ihr mitbekommen, dass Notch wieder Game-Dev macht? Der alte Ehren-Notch. Richtig geil. Ja, sieht nice aus. Ich bin sehr gespannt auf das, was der so raushauen wird. Aber Notch ist generell eine coole Socke so. Der hat ja damals immer solche Streams, wie ich ja eigentlich auch mache, gemacht. Auch Programmierstreams, aber die gibt es nur noch so auf YouTube in so Crust-Qualität. Und die waren so geil, diese Streams. Das war so richtig. Das hatte Vibe. Also das war wirklich 10-mal geiler als alles, was wir hier machen. Aber ja, macht er leider nicht mehr. Ich würde es feiern, wenn das wieder tun würde. Genau. Jetzt wollen wir mal. Neil! Juhu! Neil! Perfekt. Was übergeben wir denn hier? AdScore 10.
Also willst du mir sagen, dass du der zukünftige Notch wirst? Ey, ich hoff's doch, ne? Ich hoff's doch. Ich könnte 2 Milliarden gut gebrauchen. Ich übergebe einen Score. Ich rufe Make Score Text mit diesem Score auf. Und dieser Score wird dann hier in den Score String geschrieben. To String Score. Wieso ist das dann null? Wo draw ich's? Achso, Self. Ey Leute, es wird langsam lächerlich mit dieser Self-Geschichte. Langsam wird das peinlich. Aua. 10. Wird aber noch nicht removed. Weil Self.lifetime natürlich. Auch Self sein muss. Ich kann das alles nicht mehr. Was soll denn das? Das Schiff ist endlich gefixt. Sehr gut, Blackout, sehr gut. Das freut mich natürlich. Ja, verschwindet nicht. Self.lifetime kleiner gleich 0. Self-lifetime minus gleich 1. Score Texts List. Score Texts List. Und wir fügen hinzu diesen Score Text. Lifetime ist auf 60. Aber es wird auch das hier nicht gemacht tatsächlich. Also irgendwas stimmt noch nicht. Die Dinger werden nicht geupdatet. Das ist das Problem. Update all Score Text. Genau, das machen wir ja noch gar nicht. Update Player Bull. So, und dann machen wir hier auch. Hoppla. Oh, was habe ich gemacht? Okay. Update Score Texts. Okay, 60 ist ein bisschen zu viel. Sagen wir einfach mal 30. Und der wird ein bisschen zu weit nach oben, zu schnell nach oben bewegt. Sagen wir mal 0,25. Ich glaube, ja, wobei, nee, es passt sogar. Aber lasst uns das noch ein bisschen anders machen. Lasst uns doch hier mal auch noch das zweimal printen. Und zwar plus 1 und plus 1. Und das wird dann in einer anderen, Farbe gedrawt. Das erste wird, also das obere wird in weiß gedrawt, also die 7. Und das untere in, sagen wir einfach mal, gelb. Also, wo sehe ich den Farbwert? Ach, unten ist die 10. Okay, gelb ist nicht passend. Gelb passt mal gar nicht. Das muss eine dunklere Farbe sein. Nehmen wir mal die hier. Farbe 13. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Wieso nehme ich hier jetzt wieder so viel Schaden? Ah, okay. Wir müssen natürlich diese Rectangles auch löschen von den Dingern. Das ist ja klar, ne? So, wo haben wir die denn? Lasst uns mal alle Rectangles wieder drawn.
Also wenn wir hier jetzt Game Over gehen. Dann sind die noch da. Aber die updaten sich auch nicht mehr anderweitig. Das heißt, wir müssen einfach nur beim Zerstören von diesen Objekten, wenn die unloaded werden, müssen wir natürlich auch die Rectangles unloaden. Aber wir machen doch das in Unload Level. Da resetten wir doch die Rectangles, oder nicht? Nein, tun wir nicht. Tun wir nicht. Doch, tun wir. Wir entfernen die alle. Das heißt, Unload Level wird hier gar nicht aufgerufen, oder was? Machen wir mal SFX, keine Ahnung, 5. Was ist SFX 5? Machen wir mal 4. Es wird aufgerufen. Wieso werden dann die Rectangles nicht removed? Weil ich die wahrscheinlich nicht in die Rectangle-Liste hinzugefügt habe. Das ist das Problem. Die Switch-Blocks müssen natürlich auch. Wo erstelle ich denn deren Rectangle? Ah doch, ich füge es eigentlich schon hinzu. Lass mal sehen. Rectangles-List. Da füge ich hinzu Switch-Block.Rectangle. Also das ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt ein Rätsel, warum das hier... Ich glaube, ich füge die nicht richtig zur Rectangles-List hinzu. Add Rectangles-List, Switch Block, Switch unterstrich Block, Punkt Rectangle. Das sollte doch funktionieren. Wieso werden die nicht unloaded? Lasst uns mal jeden Frame die Größe der Rectangles-List ausgeben, um zu gucken, ob die da auch drin sind. Das heißt, wir sagen hier in der Draw print die Größe von der Rectangles-List und das sage ich 32, 32. Okay, die wird in der falschen Farbe gedrawt, sagen wir 7 und nicht 32, 32, sondern 32, 64, 32, damit man es besser sehen kann. Also wir haben 131. Okay, hier ist irgendetwas ganz weird. Wir haben hier niemals 131 Rectangles. Jetzt sind es 83, also irgendwas stimmt beim Erstellen dieser Blocks nicht. Make Switch Block. Hier erstellen wir die.
das Teil das ist oder das ist, dann sagen wir Local Switch Block. Ist die Musik ganz aus oder? Ich habe doch hier irgendwo einen Rechtschreibfehler safe drin. Wir haben die Switch Blocks List. Die ist, glaube ich, aber auch nicht das Problem. Unload. Die Switch Blocks List wird komplett unloaded. Eleanor Blue, vielen Dank fürs Followen. Oh, ich werde geradet. Hey, hallo alle miteinander. Krass. Vielen Dank für den Raid. Wir sind hier im Pico 8 ein Spiel namens Gleepgloop am Programmieren. Und gerade bin ich am Debuggen. Wir haben nämlich das Problem, dass beim Unloaden von unserem Level die ganzen Kollisionsrectangles nicht entfernt werden. Aber ich kann euch das Spiel mal kurz zeigen, den aktuellen Stand, in dem wir gerade sind. Vielen Dank für die Follows. Dankeschön. Das ist mir noch nie passiert, dass ich geradet wurde. Spiel zeigen, jawohl, wir gucken uns das mal an. Also ich mache mal dieses Draw All Rects raus. Und wo haben wir es denn? Genau, wir setzen einfach mal Current Level auf 1. So, das ist unser Spiel. Halt, ich draw noch diese Größe. Moment. Nehmen wir das mal auch noch raus. Genau, das ist Gleepgloop. Wir haben hier dieses Alien, das fliegt rum. Und unser Ziel ist es im Grunde einfach, diese ganzen Münzen in den Levels einzusammeln. Und ja, da gibt es verschiedene Hindernisse, wie zum Beispiel jetzt auch hier Stacheln und sowas. Wenn wir dagegen fliegen, nehmen wir Schaden. Und das ist komplett in Pico 8 programmiert, falls ihr das nicht kennt. Ihr kommt in Frieden, nur ein Deutscher. Okay, es freut mich, dass ihr in Frieden kommt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, wir haben hier verschiedene Gegnertypen und ja, Pico 8, ganz coole Sache. Damit könnt ihr wirklich richtig viel geilen Schmarrn machen. Das ist eine Fantasy-Konsole, wo ihr in Lua programmiert. Und die Spiele, die man da drin programmiert, die könnt ihr auch in unterschiedlichsten Formaten dann exportieren. Ihr könnt es als Webgames exportieren, ihr könnt es als Linux, Mac und Windows-Builds exportieren oder aber auch für alle, die ein Pico 8 haben, beziehungsweise das Programm selbst auch haben, die können das auch als Cartridge dann spielen. Naja, das ist eine coole Sache. Hat viele Limitationen und so, aber diese Limitationen, die sorgen dafür, dass man ja erst recht kreativ wird, ne? Ihr habt hier eine schöne Tilemap, wo ihr eure Sprites malen könnt. Ist natürlich auch platzlimitiert. Ihr habt hier auch eine Levelmap, wo ihr eure Levels bauen könnt. Die ist auch vom Platz her limitiert. Und ja, sieht cool aus. Dankeschön, Baukasper. Sieht echt ganz cool und cute aus. Vielen Dank. Alter, ich habe hier so viele Follower bekommen. Was geht denn ab? Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Das ist mir noch nie passiert. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber ja, jetzt sind wir gerade am Bugs fixen. Und ich hoffe, dass wir diesen Bug schnell gefixt bekommen. Das Problem ist hier gerade, dass wir, wenn ich mal wieder in den Level gehe, den wir aktuell bearbeiten. Wo haben wir ihn denn? Hier, Current Level war 4, glaube ich. Da haben wir jetzt diese Felder gebaut, die ihren State switchen.
Und wenn die rot sind, dann nimmt man Schaden von denen. Wenn die blau sind, dann kann man drauf. Aua. Und das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt Game Over gehen und das Level unloaded wird. So, wir sind Game Over, das Level wird unloaded. Dann sind diese Rectangles immer noch da. Also die Kollisionsrechtecke, mit denen wir hier die Abfrage machen, ob wir in so ein Ding reingehen. Ist immer noch da. Wir kommen in Frieden. Dies zeigen wir anhand eines Follows. Es freut mich, dass ihr in Frieden kommt. So. Machen wir mal wieder Draw All Rects an. Gehen wir nochmal Game Over schnell, damit man das auch sieht. So. Und jetzt sind die noch da. Also, wir nehmen auch einen Schaden. Also irgendwas habe ich an den Switch-Blöcken, so habe ich die Dinger genannt. Irgendwas habe ich da dran falsch gemacht. Ich zerstöre die nicht richtig. Ich glaube tatsächlich, dass wir die einfach in die falsche Liste gepackt haben. Weil wir haben ja hier diese Switch-Blocks-List. Da packen wir den aktuellen Switch-Block rein. Und die Rectangles-List, da packen wir Switch-Block.Rectangle rein. Ja. Ich sitze im Busch. Oh Gott. Der Chat hier ist nicht mehr sicher. Nehmt euch alle in Acht. Das Ding heißt doch Switch, Rectangles List, oder? Habe ich das jetzt auch hier richtig? Rectangles List. Probieren wir das mal. Coin Update. Ja. Das ist schon richtig so. Haben wir das Ding richtig benannt, ist die Frage. Make Switch Block. Wo haben wir es? Switch Block Update. Make Switch Block. Switch Block.Rectangle ist Make Rectangle. Ja, das ist eigentlich richtig. Wenn wir das mal nicht machen, wenn wir die einfach mal hier nicht hinzufügen, die Rectangles, dann sind sie aber trotzdem da. Dann sind die trotzdem da, ja. Ach, Moment mal. Die Make Rect, fügt die eigentlich? Oh, ich bin doch ein Dödel. Die MakeRectangle-Funktion, die fügt das ja schon zur Rectangles-List hinzu. Ich bin bekloppt. Ich bin wirklich bekloppt. Haben wir hier irgendwo das noch gemacht? Rectangles-List? Weil kein Wunder, dass wir... Ne, haben wir nicht, ne? Add Rectangle... Kein Wunder. Okay, dann testen wir es jetzt einfach nochmal. Jetzt sollte es aber ordentlich unloaden. Wir verschenken sogar Süßigkeiten, steht auch auf unserem Van, Free Candy. Ja, das, dann seid ihr ja hier genau richtig. Wir mögen Süßigkeiten. Okay, jetzt funktioniert's. Okay, Bug gefixt, wunderbar. Du versteckst dich im Bücherregal hinter mir. Ein Pikmin. So. Habt ihr eigentlich schon Erfahrungen mit Pico 8? Also kennt das irgendeiner von euch, die hier gerade durch den Raid dazugekommen sind? Weil ich habe gesehen, dass im deutschen Twitch-Raum wirklich keine Sau damit arbeitet. Also niemand kennt Pico 8. Und ich bin einer der... wenigen, die das hier machen. Also ich habe noch nie einen auf Deutsch gesehen, deswegen. Nee, kennt ihr nicht? Nee. Es ist echt eine saugeile Sache. Also wenn ihr
wenn ihr so limitiert Spiele entwickeln wollt, also nicht mit so einer ultra überladenen Game Engine wie Unity oder sowas, wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr Pico 8 benutzen. Da ist nämlich alles wirklich ultra limitiert, aber das fördert mega die Kreativität. Also ihr habt hier zum Beispiel auch nur diese 16 Farben zur Verfügung. Ihr habt nur diese paar Tiles, die ihr malen könnt. Ihr habt nur eine bestimmte Anzahl an Spaces, die ihr hier für eure Level nutzen könnt. Und das muss man dann auch nutzen. Ne? Also das muss man dann auch optimieren, das Zeug, was man schreibt. Je nachdem, wie groß natürlich das Projekt ist. Und ja, es ist echt eine geile Sache. 8-Bit, ja. Das ist eine 8-Bit-Konsole. Konsole, also eine virtuelle Fantasiekonsole ist das. Wobei es auch einige Leute gibt, die mit Raspberry Pis sich auch so richtige Pico 8 physische Konsolen gebaut haben, die dann quasi dieses Programm booten. Also booten nicht wirklich Pico 8, sondern das ist dann ein Linux-System und da haben die dann einfach standardmäßig das drauf. Also dass es sich automatisch sofort beim Booten startet, Pico 8. Dass es so wirkt, als wäre das eine echte Pico 8-Konsole. Und ihr müsst ja auch alles quasi selber schreiben. Also klar, es gibt die Möglichkeit, Sounds und so abzuspielen und Sprites zu zeichnen. Aber das war's auch schon. Kollision und Spielobjekte, wie ihr die strukturiert und das alles, das müsst ihr selber, selber bauen. Und das ist schon eine ganz gute Übung. Was ist mit den anderen 7 Picos passiert? Die sind alle dood. Die hat's alle dahin gerafft. So. Jetzt ist die Frage, Leute. Was bauen wir als nächstes? Wir haben jetzt diese Switch-Blöcke gebaut. Ich habe mir gedacht, dass wir diese Augen in einer weiterentwickelten Form machen könnten. Dass wir die zum Beispiel in Blau haben. Ja, und die treiben dann noch ihr Unwesen. Dass wir zum Beispiel hier das hinpacken. Und dann machen wir es mal. Was für eine Farbe geben wir dem? Sagen wir mal hier diese. Ersetzen wir alle mit dunkelblau. Und dann haben wir hier hellblau. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Dann machen wir vielleicht das Auge rot in der Mitte. Das ist eigentlich auch ganz cool, gefällt mir. Rote Augen, ja, ja. Was ist mir, die habt ihr mitgenommen. Ihr könnt doch nicht einfach meine Picos mitnehmen. Das könnt ihr nicht machen. Lassen wir die Farben so. Hey, Junge, ich habe jetzt so viele neue Follower, das ist ja geistesgestört. Vielen Dank nochmal. Finde ich cool. Wir streamen auf diesem Channel erst seit 3 Streams auf Deutsch, also quasi 3 Tage. Und ja, ich bin echt überrascht darüber, wie viel Leute da auch zuschauen und die das auch interessiert, weil als ich Gaming und sowas gestreamt habe, da bin ich noch nie auf so eine Zuschauerzahl wie jetzt gekommen. Das ist echt gestört. Aber man muss auch sagen, der Softwareentwicklungsraum auf Twitch, der ist auch viel kleiner und das ist eine viel bessere Nische, um da reinzukommen, weil die ganzen Games ja eh alle überlaufen sind. Also der Softwareentwicklungs- und Spieleentwicklungs-Space auf Twitch, der hat halt genau die richtige Größe, um da auch Leute finden zu können, ne? Die das dann auch gucken. Aber ja, so, wir gehen jetzt mal zu den Augen. Wir sind als 33 Feinde gekommen und gehen als 40 Follower. Die anderen 7 Picos nehmen wir nämlich auch mit. Oh oh. Wen interessiert das Programmieren? Wir sind hier für die Pizza-Chinesen-Geschichten. Oh Gott. Ich find's schade. Für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind, ihr wisst natürlich nicht, wer der Pizza-Chinese ist. Ich habe mal in einem Ort gelebt, da gab es einen Pizza-Chinesen. Das war einfach ein chinesisches Restaurant, das halt auch Pizza gemacht hat. Und eigentlich haben die nur von Pizza gelebt. Und das ist ja eigentlich immer so ziemlich kritisch, ne? Wenn so ein Restaurant alles anbietet.
Der hieß irgendwas mit Tokyo Sushi. Die haben Sushi gemacht, die haben Schnitzel gemacht, die haben Pasta gemacht, die haben Pizza gemacht, die haben alles eigentlich gemacht. Und wenn man Interesse an noch einem funktionierenden Magen hat, dann sollte man eigentlich nicht in so einem Restaurant essen. Aber ich habe da immer meine Pizza bestellt. Und der Typ, der hat mich irgendwann geliebt, weil ich glaube, sein Laden lief nur, weil ich da jeden Tag bestellt habe. Und war ein guter Mann. Das war so ein, ich glaube, das war ein Thailänder. Die haben sich aber als Japaner ausgegeben, aber es war safe ein Thailänder. Und war echt witzig. War ein guter Mann. Jetzt wohne ich da aber nicht mehr. Ich vermisse ihn sehr. Der hat sogar mal bei mir geklingelt. Das war so geil. Der hat mal bei mir geklingelt, weil er... Vorher hatte ich eine Pizza bestellt, die hat er mir gebracht. Und dann eine Stunde später oder eine halbe Stunde später klingelt er einfach nochmal bei mir und fragt mich frustriert, wo eine bestimmte Adresse hier in der Nähe ist, weil er sie nicht gefunden hat. Und dann bin ich mit ihm ins Auto eingestiegen und habe ihn dahin geführt. Und das war an so einem wilden See, so mitten in der Nacht. Ich habe mir erst so überlegt, okay, was zum Geier mache ich hier gerade? Ich fahre mit einer fremden Person in einem Auto zu einem dunklen See, um dann eine Pizza hinzuliefern. Es war nicht mal so Sommer oder sowas. Also es war eigentlich nicht die Zeit, wo man abends an einem See eine Pizza bestellen würde. Aber da waren wirklich Jugendliche. Also ich hätte an dem Tag sterben können, aber stattdessen ging es noch gut und ich habe überlebt und was Gutes getan. Das war schon wild. So, wir wollen die blauen Augen machen. Die bösen, neuen, weiterentwickelten blauen Augen. Platzieren wir die doch einfach mal, damit wir was zum Testen haben. So. Ich will nämlich sehen, wie das hier aussieht im Level. Okay, es sieht eigentlich ganz nett aus. Kann man so machen. Bestell einfach trotzdem bei ihm. Ich bin mir sicher, er fährt auch etwas weiter, um seinen Lieblingskunden wiederzusehen. Ey Leute, wie oft ich mir schon überlegt habe, ob ich einfach nochmal 2 Stunden dahin fahre, um ihn nochmal zu sehen. Und mir dann eine Pizza zu holen. Mr. Worldwide als Restaurant, ja, wirklich. Die Pizza war auch... All meine Freunde haben immer gesagt, wenn ich da bestellt habe, Junge, wieso bestellst du da? Diese Pizza ist so arsch. Die ist so ranzig. Was zur Hölle tust du dir da an? Aber ich fand die gut. Aber keine Ahnung, vielleicht war ich auch einfach... Meine Ansprüche auf dem Dorf waren nicht so sonderlich hoch. Ich mach mal die Musik ein klein wenig leiser. So. Wollen wir mal gucken, wie es eigentlich um meine AI-Voice steht? Wie weit ist denn die jetzt? Ich bin nämlich gerade ein AI-Modell, meine Stimme am Klonen lassen. Wir sind bei 80%. Ich weiß nicht, ob das heute noch was wird. Das trainiert schon seit 3 Tagen. Ja, schade. Aber ich bin gespannt, wie das im Endeffekt klingen wird. Zieh bei ihm ein. Ey, ich... Hätte ich nicht hier die Wohnung mit meiner Verlobten, dann würde ich bei dem einziehen. In welchem Bundesland wohnst du? In Bayern. RoboSerp wird kommen und den echten ersetzen, ja. Ich wohne in Bayern. So. Und der Pizza-Chinese war aber im Schwabenland. Also auch im bayerischen Teil von Schwaben, aber ja. So. Pico 8, nice. Kleines Hallo in die Runde werf. Hallo, Sculpti. Sculptifix. Willkommen. Moin, moin. Ey, wir haben schon wieder ein neuer Follower. Das ist so krank heute. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. So, wir wollten das Auge jetzt auch blau machen. Wenn wir haben hier jetzt einfach in dem Auge eine Variable, die ist Blue Eye. Die setzen wir einfach mal auf False. Ne, die machen wir je nachdem, was wir hier platziert haben. Sagen wir einfach is blue eye.
Weil ich will nicht die ganze Logik hier wieder kopieren, weil im Pico 8 hast du auch nur begrenzt Code, den du schreiben kannst. Wir haben jetzt hier schon 3155 Tokens in Lua-Code geschrieben. Und ja, wir können nur 8192 schreiben. Deswegen, ja. Wurde wohl reingeradet, aber Spieleentwickeln, da bin ich richtig. Ja, da bist du richtig. Das stimmt. Weil hier geht es eigentlich fast nur ums Spieleentwickeln. Blauäugiger weißer Drache, ja. So, ist Blue Eye ist false? Ne, ist nicht false, sondern ist Blue Eye der Parameter, den wir da übergeben. Und wenn der true ist, überschreiben wir hier diese Sprites erstmal. Also, if self, ne, nicht self, das ist ja das I-Punkt, ist Blue Eye. Wobei wir hier nicht mal den Wert brauchen wir gar nicht. Wir sagen einfach if is blue eye. Hier wird Platz gespart ohne Ende, meine lieben Leute. Dann überschreiben wir einfach ein paar Werte. Die blauen, die haben einen Speed, also i.speed, der, ich sag mal, auf 1,5 gestellt wird einfach mal jetzt. Na, ist vielleicht ein bisschen sehr schnell. Sagen wir einfach mal 1 erstmal. Die haben auch 3 HP, würde ich sagen. Und den ihre Sprites, genau, das ist jetzt hier das Ding. Ja doch, ich brauche wahrscheinlich schon dieses isBlueEye, aber das können wir einfach hier reinschreiben. I. Ne, machen wir es so. Machen wir uns doch diesen Wert. isBlueEye isBlueEye, weil in der Draw-Funktion haben wir nämlich hier, wo ist es denn? iDraw. Genau, da sagen wir nämlich hier irgendwo Sprites, self.spriteIndex. Wo setze ich denn die Sprites? Mache ich das auch hier oben? Ach so, das mache ich hier. Nee, nicht hier. Doch hier, add iSprites. Die entsprechenden Sprites. Okay, dann können wir hier einfach noch ein if reinballern. If das ist Blue Eye, haben wir ja hier übergeben. Das heißt, if is Blue Eye, then, also if not is Blue Eye eigentlich. Dann wollen wir diese Sprites hinzufügen. Hoppla. So. Hallo Gloingorb, willkommen. Willkommen. Die Raider, die stalken wollten, sind, glaube ich, weg. Alter, zum Glück. Zum Glück sind die weg. Ich hatte richtig Angst. Ich hatte Panik. Das sagst du jetzt, und sobald Frauen und Kinder rausholen, sind sie plötzlich wieder da. What the fuck? Bei welchem McDonald's hattest du das most cursed Szenario? McDonald's in Regensburg, da hatte ich mein most cursed Szenario. Da saß ich mit einem Freund und es hat sich neben uns so ein Typ mit einem, ich weiß nicht, was der sich bestellt hat. Also bei McDonald's gibt es hier so ein paar Gerichte, wenn man es so nennen kann, die man eigentlich immer erkennt. Und der hatte einfach so eine komische Papiertüte und der hat sich an den Tisch neben uns gesetzt, sich aber auch wirklich so zu uns in unsere Richtung gesetzt. Und dann hat er uns, sich auch so vorgelehnt zu uns, und dann hat er so eine kleine Papiertüte gehabt, aus der er irgendwas die ganze Zeit so rausgemampft hat. Also, und er hat uns nonstop dabei angeguckt und das war so gruselig und unangenehm. Und dann ist er irgendwann aufgestanden und 2 Sekunden später hört man einfach nur noch aus der Ecke: Ich ruf die Polizei! Ich ruf die Polizei! Und wir fragen uns, was geht jetzt ab? Und dann steht da so ein korpulenter Herr, der nicht richtig Deutsch konnte, der irgend so eine,
so eine Frau angemacht hat und die hat gesagt, wenn er sie weiter anmacht, dann ruft sie die Polizei. Und dann ist er komplett ausgeflippt, ist zu uns gekommen und hat gesagt, die spinnt doch, oder? Und dann haben wir noch gesagt, ey, hör zu, wir wollen unser Essen genießen. Verpiss dich. Lass uns in Ruhe. Und dann hat er meinem Kumpel auch noch an die Schulter so gefasst. Das war so gruselig. Also es war alles insgesamt eine unheimliche Erfahrung. So. Generell, Besoffene im McDonald's ist immer wieder lustig und gruselig zugleich. Es hat mich auch mal so ein Typ, das war auch so wild, mich hat mal so ein besoffener Italiener, der konnte nur Italienisch, der hat uns auf Italienisch angesprochen die ganze Zeit und wir so, wir verstehen kein Wort, wie bitte, so. Dann ist er ausgeflippt, ist zur Kasse gegangen und hat die Leute an der Kasse beleidigt oder so, keine Ahnung, der ist komplett ausgeflippt. Dann wurde er rausgeschmissen und dann ist er ans Fenster neben meinem Platz gegangen und hat mich durch die Fensterscheibe so angebetet. Ich meine, ist ja eigentlich nicht schön, ne? Das sind ja eigentlich auch kranke Leute. Aber Digga, da passieren Sachen, die sind schon wirklich insane, würde ich behaupten. So, Eye Directions. Genau, wir müssen jetzt diese Augen natürlich in verschiedenen Richtungen malen und die auch animieren. Das heißt, das zweite Ding, das packe ich einfach mal hier hin. Und ja, ändere da mal kurz die Grafik. Ich hatte ein witziges Szenario, ist aber auch was Kurzes. Ja, dann hau mal raus. Ich bin sehr gespannt. So, das ist schon mal das Horizontale. Und dann machen wir noch das Vertikale. Ist jetzt zum Glück keine große Arbeit, die hier anzupassen. So. Sieht das gut aus? Eigentlich nicht wirklich, aber lassen wir es jetzt einfach mal kurz so. Mal kurz, so als würde ich es jemals wieder anfassen. Der Klassiker. Optimiere ich später. Mache ich später schöner. Famous last words. Ja, das muss ich aber... Passt das so? Ah ja, das passt schon so. Wobei, nee, das gefällt mir nicht, dass der hier... weiß nicht. Ja, wird schon passen. Ich habe mal bei Mc's bestellt ohne Gurke, dann haben die mir anstatt in den Burger in die Verpackung ein Stück Gurke reingepackt. Die haben dir keinen Burger, sondern eine Gurke serviert, oder was? Was? Okay. Ja, also kann man machen. Kann man durchaus machen. Man muss nicht unbedingt immer eine Gurke servieren. The fuck? Oh Gott. Das ist schon gruselig. So, ich weiß gar nicht, ob ich die hier nicht lieber auch hier platzieren sollte. Weil da nehme ich unnötig Platz, glaube ich, auf meiner Tilemap unten weg. Weil dieser Teil, oh ja. Dieser Teil ist nämlich geshared. Okay, ja, dann nehme ich die mal und pack die auf diese Seite hier. Und dann spare ich mir da den Platz auf der Tilemap. Dann passen wir das gerade mal schnell an. Das ist jetzt 129 auf der horizontalen. Gehen wir mal wieder in unsere Init-Function, Init-Level. Wo sind die Augen? Hier. Wenn das Teil 192 ist, dann ist es horizontal. Das ist jetzt nicht mehr 192, sondern 129.
macht ihr nichts draus, nur ein Deutscher. Mir haben sie mal einen McChicken im Drive mitgegeben, wo einer vorher herzhaft reingebissen hatte. Bitte was? Also, mir haben sie neulich statt einem Chicken Nugget einen vegetarischen Nugget reingepackt und den fand ich richtig abartig. Der hat echt nicht gut geschmeckt. Aber die Stories bei euch, die klingen ja wirklich geisteskrank wild. Das ist wirklich sehr cursed, Rapid Raid, das stimmt. Heilige. So, und dann haben wir noch diese selben Sprites, jetzt auch im Blau. Darüber platzieren wir diese Monster dann. Ich habe ja generell oft Angst bei solchen Restaurants. Kennt ihr das, wenn ihr bei Lieferando oder so bestellt und dann kein Trinkgeld geben könnt, weil es vielleicht rumspackt das PayPal oder ihr auch einfach keinen Bock habt, Trinkgeld zu geben und ihr dann Angst habt, dass der Lieferant das sieht und euch in euer Essen reinkockt oder sowas. Also das ist eine meiner größten Ängste. Ich bestelle nie bei Lieferando, ich rufe bei den Restaurants direkt an. Ja, ist auch besser so. Ist auch besser so. So. Hatte noch, noch eine derbere Nummer. So eine Gola habe ich mitbekommen, wollte am Strohhalm nuckeln, kam aber nichts raus. Deckel abgemacht und geschaut, war nur dieser Sirup drin bis oben hin. Wäh. Oh, Digga, what? Okay, das klingt wirklich absolut widerlich. So, jetzt müssen wir das einfach noch ein bisschen erweitern. Machen wir das einfach nochmal hier. Jetzt auch für die Blue Eyes. Und zwar sagen wir hier jetzt, wenn das Teil 130 ist, das ist das horizontale Blue Eye. Und wenn es 146 ist, ist es das vertikale. Und dann sagen wir hier, dass is blue eye true ist. Und genau, hier müssen wir noch ein Dings übergeben. Das müssen wir hier auch noch machen. Ich würde mal einen McDonald's wechseln. Klingt schon ultra körnig. Körnig. Ja. Klingt in der Tat ein bisschen wild. Skultifix, da würde ich mir auch mal Gedanken machen, ja. Ist schon eine Weile her zum Glück, ja. Gut, passt. Ich habe mal nachts um 3 an einem McCafé einen großen Espresso bestellt. Die Bedienungsdame war voll neu im Job und hat angefangen, mir einen riesigen Kaffeebecher mit Espresso zu füllen. Ach du Scheiße. Das ist, ja, das ist wild. Gut, dann haben wir das jetzt eigentlich. Gehen wir mal in ein Level. Huch, aber wieso ist jetzt hier so viel Platz belegt? Das checke ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ach so, haben wir die hier auch runtergenommen? Ne, haben wir nicht. Dann löschen wir das hier. Bam, bam, bam. Und jetzt ist aber immer noch seltsam. Okay, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich so, dass diese beiden Teile hier reserviert sind normalerweise für die Tilemap, wir sie aber auch für Sprites nutzen können. Das heißt, wir müssen hier traden. Also wir nutzen Platz von der Tilemap hier jetzt für Sprites, aber hier habe ich halt auch keinen Platz mehr. Gut, muss dann halt sein. War dann ein 10-facher Espresso oder so, bis ihr Chef eingeschritten ist. Sonst wäre es wohl ein 20-facher geworden. Ja, mal so einen 20-fachen Espresso reinballern, gehört zu einem anständigen Tag auch dazu, meiner Meinung nach. Da bekomme ich doch glatt wieder Lust auf einen Kaffee. Aber jetzt müssen wir uns den erstmal verdienen. Gehen wir in das Level. Ach ja, ich habe ja hier jetzt das geändert. Das heißt, ich muss hier diese ganzen blauen, hoppla,
das wieder wegmachen. Überall, wo es blau war. Und das jetzt ersetzen mit den Dingern, die ich hier platziere. Also hier hatten wir einen horizontalen, hier auch. Und hier hatten wir einen vertikalen. Und hier, soweit ich weiß, auch. Jetzt können wir mal gucken, das ist das Level Nummer 3. Ob das auch wieder funktioniert. Level 3, so. Okay, das funktioniert. Die nehmen auch Schaden. Und jetzt platzieren wir mal einen blauen. Einfach im selben Level. Okay, das... Ach so, okay, ja gut, die Logik funktioniert, die wird übernommen, aber die Sprites haben wir noch nicht geändert. Das heißt, wir müssen nochmal zurück zu dem Blauen gehen. Zu den Augen in den Code, genau hier. Genau, weil hier habe ich das ja noch nicht geändert. Also, das Sprite 16 und 32 ist es standardmäßig. 16 und 32, okay. Dann ist das jetzt für den blauen 123, 124. Kann man, um Sprite Memory zu sparen, für beides das gleiche Sprite nehmen und per Code einen Palette Swap machen? Kann man machen, ja, aber wenn wir ja dann... Ich glaube, wir können da nicht das gleichzeitig zeichnen. Also wenn wir dann beide Versionen drin haben, dann geht das, glaube ich, nicht richtig. Ja, wobei, doch, müsste schon gehen. Kann man dann überlegen, ob wir das noch optimieren müssen, weil ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir von der Tilemap im Endeffekt brauchen, aber ich behalte es im Hinterkopf als Optimierungsmaßnahme. So, und hier sagen wir... Bin wieder da, bin jetzt offiziell nur ein Sachse. Nur ein Sachse, ja, Tatsache. Was ist denn hier los? Der Mann hat einfach... Oder die Frau? Nee, ein Sachse. Okay, ja. Der Mann hat einfach viele Accounts. Kopieren wir uns das einfach. Und dann setzen wir hier das Ganze auf 25, 26. Ich bin Niedersachse und somit weniger wert. Tja, Marvin, das tut mir leid. Tut mir wirklich sehr leid. Aber man, ja, man muss halt auch manchmal einfach mit der Wahrheit leben. Ne? Das hilft halt manchmal nichts. So. Okay, die blauen funktionieren, ist doch geil. Die Ladies schauen eh nicht zu. Würstchenparty hier. Ja, stimmt. Das ist wohl wahr. Kann man nichts dran ändern. So, wir haben jetzt die blauen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal, während wir hier eh so ein bisschen am Labern sind, die Levels so ein bisschen schöner. Oder bauen vielleicht auch einfach mal ein paar Levels. Denn das muss ja auch mal sein, ne? Hier können wir ja solche Poles hinmachen. Die können wir ja so mit der Wand verbinden. Das soll ja auch alles super schön aussehen. Ähm,
Bei euch ist es ziemlich flach, aber dafür habt ihr mehr. Ja, wir haben hier in Bayern ganz schön viele Berge, ne? Ich wohne sogar auf einem Berg. Und ich muss sagen, es ist nicht immer von Vorteil, auf einem Berg zu wohnen. Kann auch manchmal ganz schön anstrengend sein. Vor allem für meine Lieferando-Fahrer. Oh Mann, es tut mir leid. Aber die haben eh Elektrofahrräder, also alles gut. Macht Spaß zu wandern. Ja, wandern macht schon Spaß. Also ich bin jetzt auch keine so faule Socke, was das betrifft. Aber ja. Wenn man halt einfach mal kurz zum Rewe oder so runterlaufen will, dann hat man halt auch einen guten Hang, den man wieder hochlaufen muss, ne? Das ist natürlich ein bisschen Nachteil der Sache. So, machen wir uns das mal ein bisschen einfacher zu sehen. Genau, machen wir hier auch solche Poles hin. Und lasst uns dann das Ding einfach, diese zerbrechlichen hier, mit einem soliden ersetzen. Und den hier würde ich noch rausnehmen. Der ist zu viel für dieses Level. Dieser blaue. Das ist die tägliche Wanderung, der Weg zum Rewe. Bevor ich hierher gezogen bin, habe ich neben einem großen See gewohnt, der auch von Wald umgeben war und so. Da bin ich jeden Tag einmal rumgelaufen. Das war so geil eigentlich. Also jeden Tag einmal um den See laufen zu können, ist Premium-Lifestyle, würde ich schon fast behaupten. Das ist einfach nur sehr, sehr clean. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. So schaut es aber mal aus. Also ich finde generell Seen super nice. Gerade so im Sommer an einem See ist manchmal auch chilliger als im Schwimmbad. Ich habe zwar immer Angst, dass irgendwelche Welse, also solche Riesenfische, mir irgendwas unten abbeißen oder so. Das ist eine meiner größten Ängste, aber ansonsten ist es geil. So, bauen wir uns ein neues Level. In den Bergen ist es immer sehr schön, wenn die beißen, beißt man zurück. Ja gut, stimmt. Man kann dann auch einfach den Fisch beißen und auf den Grill werfen, ne? Das ist immer eine Option. Und ja, die Berge sind in der Tat wirklich immer schön, ja. Also in den Bergen bin ich auch gerne. Als ich aufgewachsen bin, also als ich noch ein Kind war, sagen wir es ja so, da bin ich mit meinem Opa auch immer mal wieder zu so einer Waldhütte gegangen, die auch ganz weit oben auf einem Berg im Schwarzwald war. Und da haben wir dann mit meinen Geschwistern zusammen ziemlich lange Zeit immer verbracht, so eine Woche oder so, glaube ich, war es sogar teilweise. Und da hatten wir halt nicht wirklich Strom und so, da hattest du nur ein Plumpsklo. Und lauter so Zeug halt eben. Das war interessant. Hatten auch eine Haselmaus immer oben drin, die gewütet hat, wenn man schlafen wollte. Das war auch top, optimal. Ja, war nice. Bauen wir mal hier mehr Zacken in das Level ein, das wir gerade bauen. Soll ja auch schwer sein. Boah, das ist hier gefährlich. Da muss der Spieler aufpassen.
Die Algen finde ich da wesentlich schlimmer. Die sind so eklig an den Füßen. Ja, weiß nicht. Mir persönlich machen die Algen jetzt nicht unbedingt so viel aus. Aber ja, zu spüren, dass irgendwie ein Fisch an einem entlang fischt, das ist, finde ich, noch ekliger. Also hier muss man super vorsichtig hoch. Das ist Level Nummer 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dann adden wir das Level mal. Hoppla. Oh, okay, kann man das schaffen? Ja. Okay, das kann man schaffen. Das ist easy. Also nicht unbedingt easy, aber wenn man aufpasst, geht's. Und unten, ich will hier an der Seite auch ganz viele haben, ganz viele Münzen. Und die werden bewacht von so einem Blauen. Leute, da schaut man mal ein paar Minuten weg und schon ist ein Jetpack im Game. Good job. Bitte was? Ein Jetpack hatten wir doch schon die ganze Zeit, oder nicht? Also, den hatten wir schon die ganze Zeit. Also ich fand sehr lecker in der Nordsee, gibt's die besten Fische. Ich meine den Imbiss. Ich bin nicht so der Fischmensch, muss ich sagen. So ein Fischmensch bin ich sowieso nicht. Aber ja, ich esse nicht so gerne Fisch. Das ist mir zu salzig. Ich bin diesen Geschmack auch einfach nicht gewöhnt. Wir Bayern essen dann doch lieber einen Schweinsbraten. Aber ja. Was ich gerne esse, ist Wildlachs. Das schmeckt super lecker, wenn du den schön brätst. Das ist geil. Aber ansonsten, ja. Lasst uns doch hier auch noch so einen Typ hinbauen. Das Level soll schon ein bisschen schwieriger werden. Ach, guck mal. Wenn es geladen wird, sind die für eine Sekunde rosa. Na egal. Was wir hier vielleicht noch machen könnten, wäre... Ja, wobei, nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen Overkill. Oder wir machen hier statt diesen Typen solche Dinger hin. Ey, das Spiel nimmt langsam Form an. Langsam wird's echt geil. Also, ich will mich jetzt natürlich nicht selbst loben. Also, so wollen wir ja nicht sein. Aber ja, gut verständlich. Dann bleib lieber weg von dem Imbiss, wenn ich nicht auf Fisch stehe. Ja, ich glaube auch, dass das dann das Beste für mich wäre. Ich weiß nicht, Fisch habe ich auch immer so eine Angst. Es ist immer so verbunden mit diesem Ekel, den man, ich weiß nicht, woher ich den habe. Bei Fisch denke ich immer direkt an Fischgestank und der kann ja alt sein oder nicht ganz frisch. Und wenn ein Fisch nicht ganz frisch ist, ist es halt gefährlich. Wobei man ja sagen muss, das ist bei Hühnchen genau das Gleiche. Das muss ja auch super, super... clean zubereitet werden und frisch, ansonsten kann das schnell mal übel werden. Ja genau, dein Schnitzel kann auch nicht ganz frisch sein. Ja, ich weiß. Aber ja, ich bin wirklich Fan von Lachs gebraten, gekocht, was auch immer. Ich esse es, sagt der nur ein Sachse hier. Ja, also ist auf jeden Fall
nicht schlecht. Also ich weiß, dass es objektiv lecker ist. Ich kann nur nicht diesen Eigengeschmack ab. So Fisch hat sowas ganz Eigenes und das ist einfach nicht so meine Welt. Auch so Meeresfrüchte, da hört es für mich komplett auf. Ich meine, ich bekomme Hunger, ich mache dann auch bald Essen. Ja, mach das Blackout. Da wünsche ich dir einen guten Appetit. Einen guten Appetite. Ich bin so eine Pfeife, ich verklick mich dauernd. Ich guck manchmal auf YouTube so einen Typ, der heißt Mirko Reh. Und er sagt immer, ja, hallo, ich bin der Mirko Reh und ich habe sie heute getestet. Und dieser Typ, der macht mich auf der einen Seite total fertig, aber die Videos sind echt unterhaltsam, weil der immer so in schreckliche Restaurants reingeht und dann am Ende konfrontiert er die immer. Ist nicht so reißerisch wie jetzt Gordon Ramsay, die amerikanische Version, aber ist auch ganz witzig. Was findest du an Essen so schön? Essen ist herrlich. Ich sag's, wie es ist. Essen. Ja, es schmeckt halt, ne? Und es riecht gut. Also, hoffentlich. Sonst hat man ein Problem. Einen lecker Braten, bei dem ich Hähnchen in einer Soße aus Sriracha Senf. Also, in einer Soße aus Sriracha und Senf. Barbecue-Soße einlege. Das Hähnchen dann Mozzarella fülle und das Ganze dann mit Bacon umwickeln. Nach 40 Minuten im Ofen fülle ich den Rest der Form dann mit gut gewürztem Kartoffelbrei auf und backe es noch 20 Minuten. Okay, ich muss sagen, es klingt ein bisschen heftig. Klingt ein bisschen hardcore. Ist heftig, aber verdammt lecker. Na gut. Kann ja sein, ne? Kann ja sein, dass ich auch einfach eine Banause bin. Was ist Errungsen? Das muss ich jetzt wissen. Ist ein großes Stück Brot. Sächsisch. Na dann. Aber als eine Stulle, also so richtig. So richtig belegt auch oder wie kann ich das mir vorstellen? So ein richtiges Butterbrot. Okay, ich habe keine Münzen platziert. Das ist natürlich suboptimal. Und ich probiere hier übrigens nur rum. Ne? Also das ist kein finales Level-Design. Ich baue hier einfach so ein bisschen was. Das darf nicht sein, dass der Spieler da standardmäßig reinfliegen kann. Lasst uns den Spieler richtig verwirren, indem wir hier viele solche Dinger bauen. Oha. Boah, okay, das ist ein gemeines Level, aber kann man machen. Brot, Typ sächsisch. Was ich an Sachsen nicht leiden kann, ist, dass der Dialekt als zweitschlechtester Dialekt gewählt wurde. Verdient, sagt Marvin. Ja, ich muss sagen, sächsischer Dialekt ist eigen. Aber gut, jeder Dialekt ist so eigen, ne? Aber ich finde ihn ziemlich lustig, aber nicht schlimm.
Schlimm finde ich sächsischen Dialekt tatsächlich nicht. Aber eigen ist er ja. Das stimmt wohl. Lasst uns hier mal die Dinger so bauen vielleicht. Oh. Ja, nee, dann komme ich da ja gar nicht mehr rein. Das ist doof. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ey, das Level ist cool, das gefällt mir. Ah, das ist aber auch sackschwer. What the fuck? Was ich dann aber auch noch respektlos finde, ist, dass wir ungefähr 6 Plätze hinterm österreichischen und Schweizer Dialekt sind. Gut, Schweizerdeutsch finde ich auch ein bisschen brutal, muss ich ehrlich sagen. Wobei das ja nicht unbedingt ein Dialekt ist, ne? Also das Schweizerdeutsch ist ja auch fast schon so eine eigene Sprache, glaube ich. Aber ja, das ist ein bisschen unfair, da gebe ich dir recht. Wobei Österreichisch ist ja dann auch sehr nah am Bayerischen. Und da ich ein Bayer bin und natürlich auch ein bayerischer Patriot, muss ich hier an der Stelle Österreich ein bisschen in Schutz nehmen. Unsere Brüder in der Semmel. So. Das Level gefällt mir, das lassen wir einfach so, das ist finished. Okay, dann machen wir das mal hoch genug. Passen die Höhe von dem hier einfach an. Wobei die Schweiz ja auch so ein Land ist. Als Land finde ich die Schweiz ziemlich nice. Bayern ist ja aber auch auf 2. Platz. Oha, ja, das ist gut. Das gehört sich so. Wobei, nein, das gehört sich so nicht. Bayern gehört auf den 1. Platz. Also hier ist definitiv was schiefgelaufen. Das kann so nicht sein. Also irgendwas ist an der Statistik nicht ganz richtig. Hinter Berlin. Nein, das ist nicht wahr, oder? Hinterberlinerisch ist. Du verarscht mich. Also jetzt, das kann nicht stimmen. Das ist illegal. Also da muss ich jetzt wirklich mal kurz sagen, das ist illegal. Da ist was ganz schief gelaufen. Als fast Hannoveraner kann ich stolz sein, mega cleanes Hochdeutsch zu sprechen. Mein Deutsch ist laserpräzise. Ja, ich spreche eigentlich auch Hochdeutsch, aber ab und zu kommt halt so ein bisschen Bayerisch und auch manchmal ein bisschen dieses Schwäbisch raus, weil ich eine Weile im Schwabenland gewohnt habe. Aber so rede ich ja eigentlich auch Hochdeutsch, ne? Moin, gerade ist erst den Stream hier gefunden, ne? Wird hier öfters Pico 8 gestreamt von jetzt an? Jawohl, das wird hier öfter gestreamt, ja. Es gibt jetzt auch den Picotron, das ist die neue Fantasy-Dings von Lexel Offel, den Machern von Pico 8. Das ist eine Fantasy-Workstation, also wie so ein Betriebssystem. Das werden wir auch noch im Detail anschauen und damit auch entwickeln. Aber ansonsten, ja, wir programmieren hier oft im Pico 8, wir programmieren hier immer mal wieder im Game Maker. Hier und da auch mal irgendwelche kleinen Anwendungen in anderen Sprachen, aber ja, hauptsächlich machen wir hier Game Development. Und das meistens entweder im Pico 8 oder Game Maker oder dann im neuen Picotron. Das habe ich jetzt nur noch nicht großartig angefasst, weil das halt noch in der Alpha-Phase ist. Und ja, es ist mir ein bisschen zu verbuggt noch. Bin großer Fan von Zepp Software, auch wenn ich noch viel zu lernen habe, was Programmieren angeht. Ja, dafür eignet sich das ja auch wunderbar, ne? Und ja, ich finde dem seine Programme auch richtig nice. Der macht cooles Zeug. So. Ah ja, da hatten wir noch dieses Level geladen. Aber freut mich, dass du den Stream gefunden hast. Willkommen. Also heute kommen hier wirklich super viele neue Leute dazu und ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die reingefollowt haben. Ja, richtig nice. Danke.
So, jetzt bauen wir den Level Nummer 7. Den müssen wir natürlich auch hinzufügen. So. Habe ich es richtig? Ja. Gehen wir mal rein. Ist natürlich noch leer, das Level. Wusstest du, babbeln bedeutet plaudern oder quatschen und babbeln Fußball spielen? Also bei babbeln wusste ich es nicht, dass es Fußball spielen heißt, aber babbeln, ja, das wusste ich. Sevatoxin, danke für den Follow. Vielen Dank. Ich glaube, die Musik ist wieder ausgegangen. Nee, die hat sich einfach wieder nur pausiert. Das macht YouTube aktuell ständig irgendwie, dass die einfach das Video pausieren, wenn ich es nicht lange auf dem Tab habe. Wenn ich den nicht die ganze Zeit offen habe. Das ist saunervig. So, aber wir wollen uns nicht aufregen. Die Laune bleibt erhalten. Die gute Laune, versteht sich. YouTube ist kacke, so schaut's aus. Nein, also YouTube ist nicht kacke. Das wäre ein bisschen hart, weil YouTube bereichert unsere Leben schon. Aber die Richtung, in die es sich entwickelt, finde ich auch nicht gut. Nee. So, jetzt machen wir mal ein Level mit vielen Zacken und Gegnern, würde ich sagen. Was ist deine Meinung zu Erbern, Kartoffeln? Kartoffeln, allerbestes Leben, würde ich behaupten. Wer Kartoffeln isst, der lebt ein gutes Leben. Der lebt einen sogenannten Luxus-Lifestyle. Kartoffeln müssen immer. Und ich doodle hier gerade übrigens einfach nur so ein paar Levels zusammen mit den Spielmechaniken, die wir schon geprockt haben. Also programmiert haben. Ja. Was ist dein Coding-Background? Einfach als Hobbyist oder sogar beruflich irgendwie? Eigentlich so Hobbyist. Also ich habe es noch nie wirklich in einer Firma als Coder gearbeitet. Aber meine Main-Arbeit ist das Erstellen und Geben von Videokursen zur Programmierung. Genau, das ist so das, was ich mache. Damit verdiene ich mir meine Brötchen. Und ja. Aber ansonsten, also ich programmiere halt schon seit ich 12 bin oder so und habe das nie aufgehört. Und deswegen, ja, kann ich relativ okay programmieren. Wollen wir hier noch solche Typen? Wobei, das sieht ein bisschen bekloppt aus, wenn wir die da reinballern. Verdienst dir keine Semmeln? Doch, ich verdiene mir natürlich Semmeln. Entschuldigung, ich verdiene mir Semmeln. Das ist ganz wichtig. Das neue Design von YouTube ist schon nicht so geil. Ja, es geht mir gar nicht ums Design, es geht mir vielmehr um den Algorithmus und so, was mich an YouTube nervt. Auch für mich als YouTuber selbst ist dieser Algorithmus teilweise sehr frustrierend. Und ja, also es ist halt super random immer wieder. Die machen immer wieder irgendwelche Änderungen und dann funktioniert halt alles nicht mehr so, wie man es sonst immer gemacht hat. Und natürlich kann man jetzt sagen, dass man sich halt auch immer anpassen muss. Klar. Aber ja, YouTube ist halt schon wild, was das anbelangt, weil YouTube ändert sich einfach viel zu oft. Packen wir hier Münzen rein. Und hier auch. Boah, die Levels werden langsam ganz schön gemein. Willst du einen sächsischen Wortwitz hören? Dann hau mal raus. Den sächsischen Wortwitz. Oh! Oh! Okay, das ist gemein. Das ist tatsächlich sehr gemein. Boah, okay, das ist ein bisschen zu schwer. Wir wollen das Spiel auch nicht pervers schwer machen. Also mache ich das lieber so. Vielleicht so. Da fällt mir aus der DDR der alte Satz mit Gänsefleisch ein. Gänsefleisch, mal den Kofferraum aufmachen. Mann! Oh Gott.
Ah, ist gut. So, die kann man ja zerschießen. Was sagt ein Sachse, wenn er in Amerika einen Weihnachtsbaum kaufen will? Was sagt er denn? Attention, please. Mann! Illegale Wortwitze. Boah, das ist richtig gefährlich. Hey, ich glaube, ich mache das Spiel aber gerade ein bisschen zu schwer. Also ich will es auch nicht zu krank schwer machen, ehrlich gesagt. Also machen wir es einfach mal so. Das soll jetzt nicht hier so illegal schwierig sein, weil sonst ist die Frustration zu groß, wenn man es spielt. Wir Sachsen haben unsere Comedy, mein Freund. Ja. Das erinnert mich an den, ich hab gesagt Baguette bilden, nicht gesagt Baguette bilden. Ist auch gut. So ein Video, wo statt einem Parkettboden ein Baguetteboden gelegt wurde. Boah, also das ist schwer. Da muss man fokussiert. Autsch. Ja, das Level ist nicht ohne. Ah, ich bin so schlecht. Und wenn ich als Entwickler schon Probleme habe, ne, dann weißt du, die Kacke ist am Dampfen in diesem Level. Aber mir gefällt das, in welche Richtung es geht. Skill-Issue, ja, wahrscheinlich. Mir gefällt es auf jeden Fall, in welche Richtung dieses Spiel sich langsam entwickelt. Wir haben jetzt schon 7 Levels haben wir schon. Also das ist schon cool. Ne? Das. Und ich glaube, hier passt noch ein weiteres hin. Gucken wir mal. Willst du noch einen hören? Ja, immer raus mit den Wortwitzen hier. Immer raus damit. So. Bauen wir das nach oben. Genau, es passen also genau 8 Levels, 8 Screens passen dann auf eine Zeile hier. Das ist gut zu wissen. Und dann haben wir wahrscheinlich nochmal 8 hier. Also können wir so ungefähr 16 Level in diese eine Reihe bauen und hier unten können wir dann auch noch uns ein bisschen bedienen. An dem Platz, der dann noch übrig ist. So. So. Also wir haben den Stream auch schon wieder richtig guten Progress gemacht. Was haben wir denn alles heute geschafft? Wir haben die blauen Gegner gebaut, wir haben die Dings gebaut, diese Switch-Blöcke haben wir weiter fertig gemacht. Und dann haben wir Level gebaut und so und ein paar Bugs gefixt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal echt nice. So. Ich glaube, so lange dauert die Entwicklung von diesem Spiel wirklich nicht mehr. Was ich noch cool fände, wäre, wenn wir nicht nur immer denselben Level-Theme haben, dass wir quasi immer gleich aussehende Levels haben, sondern vielleicht auch hier zwischenrein auch andere Levels reinpacken mit einem anderen, vielleicht ein Schneelevel oder sowas oder in einer Weltraumbasis drin.
dass es nicht alles immer die gleiche Thematik hat. Das wäre auch noch ziemlich cool. Ja, aber können wir dann gucken. Also ich glaube, wenn wir das machen würden, dann müssten wir auf jeden Fall hier noch viel mehr Platz nutzen. Und dann würde uns hier unten nicht mehr so viel übrig bleiben. Dann müssten wir uns auf 16 Level beschränken. Theoretisch. Ja. Der Vater ermahnt seine Kinder. Gindr nennt bloß einmal das Gindr nicht Gindr, sondern sonst Gnum, sonst Gumm. Wenn ihr Gindr ruft, statt dem Gindr aller Kinder. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Okay. Ich gab mein Bestes. Also nochmal. Der Vater ermahnt seine Kinder. Nennt bloß einmal. Nennt eure Kinder nicht Kinder. Sonst kommen, wenn ihr Kinder ruft, statt Kinder alle Kinder. Jetzt ist halt die Frage, wer ist Kinder? Ist das ein Name? Ach, der Günther! Oh mein Gott, Günther! Illegal. Die Aussprache war, um ehrlich zu sein, das Beste vom Oh mein Gott. Ja, das war schon echt kriminell. Vielen Dank für den Witz. Ich will jetzt nochmal hier mehr mit den zerstörbaren Blöcken machen, denn die haben wir jetzt hier wieder nicht so viel genutzt. Wechseln wir die Mechaniken immer schön ab. Machen wir jetzt mal hier vielleicht so ein paar solche Felder. Das könnte cool werden. Und manche davon ersetzen wir jetzt mit denen. Ich hätte noch 4 zur Auswahl. Ja, hau sie ruhig alle raus. Einfach raus damit. So. Das ist jetzt das 8. Level. Während wir hier nur noch entspannt jetzt gerade Levels bauen, können wir uns ja hier auch gut unterhalten, wenn ich nicht so viel coden muss. Das ist eigentlich gerade ganz entspannt. Ja. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Okay, fast 18 Uhr. Also halb 6 ist es jetzt. Na gut. Passt. Wir sind auch gut dabei. Erstmal starten. Genau, wir brauchen Münzen. Die Münzen können wir ja hier in diesem Level so um diese Blöcke rumbauen. Dieses Level ist der Münzenwahnsinn. Ich sag's euch. Das ist der richtige Münzenwahnsinn. Ah, okay. Das ist sogar gar nicht mal so einfach, weil durch die Münzen hier so viel auf dem Bildschirm passiert. Okay, das war schlecht. Nochmal. Skill-Issue. Ah, okay, nochmal. Nein! Oh, das ist super schwer, das Game. Ah, okay, also ich bin aber auch gerade echt nicht gut. Ich konzentriere mich auch gar nicht. Okay, ich würde sogar sagen, dass wir hier die Münzen ein bisschen, ja, weniger machen. Weil das hier zum Beispiel so ein bisschen... wobei... Hm...
Jungfrau auf Sächsisch. Erwängeng. Der sagt, also das verstehe ich nicht. Erwängeng, oh mein Gott, nein, das ist so gefährlich. Das ist so schlimm. Oh Gott, der war illegal, der war nicht gut. Also der war gut, aber der war, ja, Punkt. Der war einfach nur, ja, Punkt. Ich finde es so ein bisschen überladen hier, das Level. Vielleicht machen wir den da weg. So. Also diese... Oh, fuck. Ich finde aber, die warnen einen ein bisschen zu spät. Das sollten wir vielleicht noch ein bisschen verändern. Diese Beeps... Beep, wo haben wir es denn? Beep. Self-Beep. So. Die sollten uns schon warnen, wenn der Timer eine Sekunde davor ist. Ja, so ist es deutlich besser. Sieht sogar besser aus jetzt. Verdammt. Und vielleicht sollte der auch so ein bisschen animiert sein, wenn der Profi spielt hier. Das ist, der Profi ist am Gamen. Ohne Gamer-Lizenz halt schwierig, ja, die wurde mir leider abgenommen. Die Gamer-Lizenz habe ich schon lange nicht mehr. Die habe ich im Krieg verloren. Im Krieg mit mir selbst. I versus me. So. Wir haben schon eine gute Anzahl an Levels. Lasst uns doch jetzt einfach mal ein neues Level-Theme hier angehen. Vielleicht irgendwie so, das muss auch gar nicht großartig anders aussehen. Vielleicht einfach hier statt diesen Farben das Weiß machen oder so, damit das dann... Ja, bin mir nicht sicher, ob das nicht ein zu krasser Stilbruch wäre, weil die ganzen Grafiken sind jetzt so gemacht, dass die auf den Hintergrund in Schwarz passen. Wenn wir das jetzt ändern würden, dann könnte das so ein bisschen kacke werden. Lasst uns doch mal gucken, ob wir es schaffen, das ganze Spiel in einem Schwung durchzuspielen. Ob ich es hinkriege. Das ist jetzt die Frage. Einfach mal zu gucken, wie schwer das Ding ist. Also, erstes Level. Das ist noch super easy. Einfach die Münzen aufsammeln und fertig. Zweites Level. Hier wird es schon schwerer, aber eigentlich auch easy. So. Man muss sich hier nur wie ein Pro-Gamer durchgamen und dann geht das schon. So, nächstes Level. So, einfach. Ah, okay, das war schon der erste Hit im dritten Level. Nicht schlecht. Boah, das war knapp. Und ob ich da oben einen blauen platziere, das sollte ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hart. So. So, hier kommt dann wahrscheinlich das erste Mal ein Blauer. Die Gamer-Lizenz hat ja Wario geklaut, der sich als Mario ausgab. Ich erinnere mich, ja, so war das. Vielleicht sollten drei Gegner respawnen. Es wirkt sonst etwas zu einfach. Also, die Gegner sollten respawnen. Aber ab wann sollten die respawnen, ist die Frage. Man ist in den Levels ja sowieso nur... Oh, nee, einfach ist es nicht. Ja, der Blaue in Level 3 ist wirklich etwas krass. Okay.
Den blauen nehmen wir aus Level 3 raus. Wir machen einen lilanen aus dem. Oder einen rosanen. So. Probieren wir es nochmal. Also ich krieg als Entwickler von dem Ding es nicht geschissen, es zu spielen. Also ihr dürft nicht unterschätzen, wie krank schwer das eigentlich ist. Weil ihr müsst hier so viel beachten. Euer Movement ist sehr floaty und ihr bounced ja auch von den Wänden weg, wenn ihr dagegen fliegt. Also wenn ich jetzt mal volle Karacho gegen die Decke fliege, dann bounce ich ja so. Und das ist nicht zu unterschätzen, der Effekt. So, Level 3. Und wir polischen das natürlich auch noch. Es wird dann noch richtige Levelübergänge geben und es wird auch noch richtige Effekte geben, wenn man die Gegner tötet und so und die Blocks zerstört. Das werden wir alles noch super schön machen. Keine Sorge. Aber ja. Oh! Boah, das war knapp. Also ich muss echt sagen, denn dieses Spielelement, oh, dieses Spielelement mit diesen sich switchenden Blöcken, finde ich mega nice. Also da hatte Marvin eine Top-Idee. Ah, nein, ich bin reingeslidet. Hallo, Sunsel. Gleich wird gekocht. Ja, übrigens, Sunsel ist meine Verlobte. Die sitzt im Zimmer nebendran. So. Die Pointe von der Geschichte, die Mutti sagt, heiß heißt es. Oder welche Geschichte? Achso, Mutti, mir ist es so heiß. Schribsch nicht sächsisch, mein Junge, das heißt nicht hieß, sondern heiß hieß's. Ja. diese Sprachwitze, diese Wortwitze, die sind wirklich krank in Sachsen, ich merke schon. Oh, jetzt keinen Scheiß machen. Oh, okay. Oh Gott, wir haben nur noch ein Leben. Oh, oh, okay. Nice, oh. Das ist gefährlich. So. Und übrigens, es wird im Endeffekt auch belohnt werden, wenn man die Levels schneller schafft. Verlobte und ist nicht Mod im Chat. Eieieiei. Ja, sie ist auch zum ersten Mal hier. Ich sehe hier auch gerade zum ersten Mal gechattet, weil wir sind hier erst seit 3 Tagen auf diesem Channel aktiv am Streamen. Zumindest auf Deutsch, deswegen, ja. Okay, letztes Level fürs Erste. Oh Gott, bin ich dumm. Okay, aber es ist wirklich schwer. Und wie gesagt, ne, ich incentiviere dann auch, dass man die Levels versucht, schnell zu schaffen. Weil so wirst du ja auch natürlich hier und da mal Risiken eingehen als Spieler. Das heißt, wenn ein Level rum ist, jedes Level hat so 1,5 Minuten Zeit, die man bekommt, um das Level zu schaffen. Und die zählt runter, jede Sekunde. Und wenn du das Level geschafft hast und dann noch Zeit übrig bleibt, diese ganzen Sekunden, die noch übrig sind, werden auf deinen Score drauf addiert. Was viele nicht wissen, er hat vorher auf Italienisch gestreamt. So schaut's aus. Fritzchen sitzt in der Schule. Sag mal einen Satz mit Angola. Angola kann ich mir dort zaufen. Das ist auch ein Klassiker. Das hat mein Vater immer gesagt. Oder sagt es immer noch hier und da mal. Angola kann ich mir dort zaufen. Aber, ja. Ist ja auch true, ne? Ich könnte mich auch Angola tot zaufen. Oder an Active O2, dass das O2 in mein Gehirn reinpumpt. Das ist ganz wichtig. Ohne diesem O2 könnte ich hier nicht sitzen und programmieren. Wobei ich eh nicht programmiere gerade, sondern nur daddel. Wir sollten mal hier
aufhören, so viel zu daddeln. So. Aber wir haben schon nice Progress gemacht, auf jeden Fall. Ich habe auch noch einige alte Witze, bin aber gerade zu faul, die hier zu schreiben, da die so lang sind. Ja, je länger ein Witz wird, desto anstrengender wird er meiner Meinung nach auch. Also ein Witz muss kurz und knapp und knackig sein. Wenn ihr übrigens noch nicht reingefollowt habt und die Streams in Zukunft nicht verpassen wollt, weil ich werde hier jetzt sehr regelmäßig streamen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Follow da lasst, um diesen kleinen Kanal zu unterstützen und um die nächsten Streams nicht zu verpassen. Ich sag's einfach mal für diejenigen, die noch nicht gefolgt haben, damit sie mich wiederfinden, weil ich werde jetzt dann auch gleich gehen. Denn ich habe heute Abend noch ein bisschen was vor. Vielleicht, also nur vielleicht kann ich heute Abend noch mal eine kleine Session machen, wenn ich vom Schwimmen komme. Aber ja, kommt dann drauf an, wie viel Zeit dann noch ist. Ne? Aber ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall. Ich speichere mal, bevor ich es vergesse. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diesen Raid von YannickDev. YannickDev, vielen herzlichen Dank für diesen Raid. Ich habe viele neue Zuschauer bekommen. Und auch an die Zuschauer, die von dem YannickDev kamen, danke, dass ihr so lange hier geblieben seid. Also freut mich wirklich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht heute Abend nochmal, würde ich sagen. Ja, wir haben gespeichert, oder? Ja. Saved Game Doodling 1, ja. Baba hier. Testen ist wichtig. Ja, testen ist wirklich wichtig, weil wenn du nicht testest, dann kommt im Endeffekt nur Kack raus. Aber Playtests sind auch sehr wichtig. Das heißt, ihr werdet dann auch noch in die Playtests rein können und mir Feedback geben. Und dann können wir zum Release so einen richtigen Highscore-Hunt machen und gucken, wer dieses Game am besten drauf hat, würde ich sagen. Ja. Wünsche noch einen schönen Tag und guten Appetit. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Und falls ihr jetzt noch esst, auch einen guten Appetit. Ciao, Kakao Rapid Raid. Mach's gut. Baba, hier steht Ägyptisch. Was ist denn das? Ägyptisch? Nur ganz einfach. Da ist es zum Gibben. Das ist es dich zum Gibben. Oh. Alter. Das ist zu kriminell hier. Das geht einfach nicht okay. Das geht nicht klar. Na gut, Leute. Gespeichert habe ich jetzt schon dreimal, glaube ich. Macht's gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, immer hydriert bleiben. Wo ist mein Ausknopf? Bis dann. Ciao.